Hallöchen, liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Kanalvorstellung. Ja, mir ist aufgefallen, ich habe doch da jemanden vergessen gehabt oder noch in Arbeit gehabt. Leider ist da in der Zwischenzeit mein PC abgeschmiert und ich musste neu aufsetzen. Aber nun machen wir es einfach nochmal. So, wir befinden uns auf dem Kanal der Green Spider oder besser gesagt die Green Spider. Und da fällt mir gleich mal eins auf, ein geiler Banner, eben in schwarzer Schrift mit grüner Umrandung, passend zum Namen Green Spider. Oben das Netz in der linken Ecke, gefällt mir gut, genauso wie das Profilbild dazu. Auch wieder mit einem Spinnennetz und gut leserlich den Namen und wieder ein Teil seines Gesichtes. Was ich auch noch geil finde beim Gesicht, die roten Augen sind sehr gut gelungen, stechen raus und motivieren auf den Kanal zu bleiben. So, dann haben wir hier eine Facebook-Verlinkung, Google+, Facebook, Instagram und Twitter. So, dann schauen wir mal zu seinen coolen Let's Plays. Da haben wir schon mal Battlefield Hardline, Call of Duty Advanced Warfare, Titanfall und ein paar Themenvideos. Finde ich cool, wie gesagt, also ich habe noch gar nichts gesagt, sorry. In Zukunft wird nicht nur wieder unten zu sehen Far Cry 4 zu erscheinen sein, zu sehen sein, sondern auch in Zukunft Battlefield 4 und sämtliche coole neuen Games im neuen Jahr 2015. Wenn ihr da durchschaut, dann könnt ihr irgendwo ein Video finden, wo er das sogar angekündigt hat. Ich habe es jetzt irgendwie vergessen, macht nichts. Schauen wir einfach mal zu seinen Uploads. Vor 3 Tagen, dann haben wir hier vor 5 Tagen, eine Woche, also jede Woche 1-2 Videos sind dabei. Schön strukturiert, eben die Uploads, anders als für die anderen Playlisten, so wie hier Call of Duty Advanced Warfare. Oder auch die beliebten Videos wieder in anderer Reihenfolge, also Aufteilung. Dann kommt Twitch Livestream, ja genau, er macht auch Livestreams auf Twitch, macht die gar nicht schlecht, war schon mal dabei, zumindest habe ich mal mitgeguckt und es hat mir sehr gut gefallen, er kann einfach Leute unterhalten und ja, die Thumbnails gefallen mir gut, eben wieder in grün gehalten mit Umrandung, coole Bilder dazu, gut lesbare Schrift, so soll es eigentlich sein. So, dann schauen wir uns einfach mal bei seinen Playlisten um. Ja, da haben wir Far Cry 4, der Herr der Ringe 5, Feel It Gameplays, da sind geile Musikstücke dabei übrigens, Payday 2, Call of Duty Modern Warfare 2, mit dem Game hat er angefangen, was ich weiß. Dann eben alle Twitch-Livestreams, Battlefield 4, plus Ankündigung für Battlefield Hardline, Advanced Warfare, COD Advanced Warfare. Genau, und der wirkt auch noch in einen Clan mit, habe ich gerade übersehen. Also wenn ihr mal Bock habt, gegen den Clan zu kämpfen und eventuell mal ein bisschen was auf die Mütze zu kriegen, dann könnt ihr mal anfragen, ob er mal mit dem Clan gegen euch antreten möchte. Ja, eben hier auch noch eine kleine Aufteilung wie vorne auf der Startseite. Schön strukturiert, schön sortiert, so soll es sein. Kommen wir nun zur Kanalinfo. Ja, da steht nichts drin, viel Titanfall, COD Advanced Warfare, COD Ghost, Devil Within, Battlefield und viel mehr. Ja, Greeny, da würde ich dir mal einen Tipp geben. Nur wenn du Bock hast, bau eventuell mal deine Kanalinfo weiter aus, dass man eben ein bisschen mehr von dir erfährt, wer du eigentlich bist, wo du herkommst und ja, warum oder was man auf deinem Kanal eben alles finden kann, hast du eigentlich eh, aber warum sollte man genau deinen Kanal abonnieren oder kommentieren oder Likes da lassen? Und ja, dann haben wir hier noch die Spiders Fanpage, die ist sehr gut, habe ich schon reingeguckt. Instagram, Xbox Live, nochmal Instagram, Google+, Facebook, Twitter, Twitch, Twitter. Eins fällt mir auf, da muss ich jetzt mal was gucken.
Da scheint zweimal der gleiche verlinkt zu sein. Genau. Und hier noch ein kleiner Tipp am Rande. Nimm doch mal deine doppelten Verlinkungen bitte raus. Aber sonst spitzenmäßig. Hat 268 Abonnenten, 4326 Aufrufe und ist seit 24.01.13 dabei. Ja, bald hast du ein zweijähriges Jubiläum. Achso, das war ja schon. Ja, okay. Dann schauen wir uns einfach mal ein Video von ihm an, würde ich sagen. Und dann schauen wir uns mal seine Tonqualität an. Willkommen zur Top 5. Top 5. People don't want freedom. Ja, mein Fall ist es natürlich nicht Call of Duty Advanced Warfare, wobei ich sagen muss, die Kampagne und der Multiplayer ist wirklich genial, aber mein Spiel ist es leider nicht. Top 4. Ja, warum dann wohl ausgerechnet das auf Platz 4? Weil ich muss sagen, Electronic Arts hat da wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet, vor allem einmal einen schönen, schönen Ego-Shooter rauszubringen, wobei ich sagen muss, die ganzen Maps, die ganzen Erweiterungen sind alles kostenlos. Von daher auf Platz 4. Top 3. Ja, auch Call of Duty Ghosts ist in meiner Kampagne mit hier drin. Und muss dazu sagen, leider Platz 3. Aber es ist ein sehr, sehr geiles Game. Mir macht es auf jeden Fall einen Heidenspaß. Also die Qualität und alles, das Handling her, ist top. Auf jeden Fall Platz 3. Top 2. I said get down on the ground! Ja, wer hat das natürlich geahnt? Typisch Battlefield 3. Auf Platz 2 hat mein Herz natürlich sehr, sehr erobert, weil ich finde einfach richtig geil, wie man hier mit dem Heli bashen kann. Wie man Ja, und wir haben gesehen, die Tonqualität ist spitzenmäßig. Hat, glaube ich, ein T-Bone-Mikrofon, was er hier verwendet. Bloß eine Greenwall, damit er sich ins Video rein beamen kann, sozusagen. Finde ich cool. Echt geil kommentiert. Das waren seine Top 5 Games. Die Qualität geht bis zu 1080p, spitzenmäßig. 720 würden auch reichen. Aber umso mehr, umso besser. Und ja, der Kanal ist einfach gelungen, würde ich mal sagen. Und ja, wenn ihr Call of Duty oder Battlefield Fans seid oder Titanfall oder sonst was, was es hier alles gibt, da könnt ihr euch mal gerne reinschmökern und den Abo-Button von mir aus vergewaltigen oder auch den Like-Button, wie ihr wollt. Lasst schöne Kommentare da, er freut sich sicher. Ja, das war's von meiner Seite und bis bald, euer Red Dragon Gamer. Ciao!